Moin Leute, hier ist wieder euer Micha und mal ein etwas anderes Video. Und zwar geht es darum, wie ihr seht, ist ja die Beleuchtung vom Charger hinten nicht unbedingt so der Hit. Und mir sind da zwei LEDs defekt gegangen und die will ich jetzt erstmal auswechseln. Das hat alles nicht so richtig funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. So, das heißt natürlich erstmal wieder das ganze Heck komplett zerlegen und wie offen seht ihr, tüchtet erstmal alles hingebracht. Und jetzt erstmal die Lötkolben einstellen, logischerweise. Ich heiz den immer auf ca. 370 Grad, 380 Grad hoch gleich erstmal und dann arbeite ich den halt wieder runter auf ja, ich sag mal so 240 Grad, damit sich das auch vernünftig löten lässt. Und dann nochmal den Föhn noch gleichzeitig dazu fertig gemacht. Also jetzt kommt natürlich erstmal Schrumpfschlauch, weil die Kabel sind so dünne, dass man auf jeden Fall Schrumpfschlauch braucht, weil die sind die man merkt die gar nicht mehr zwischen den Fingern. Und schiebe ich jetzt durch und dann kann ich halt auch entsprechend das vernünftig verlöten, damit ja auch beim Einbauen kein Knick oder dergleichen in den Kabeln kommt. So, jetzt baue ich die SMD ein, wobei sich dann auch später herausstellte, nachdem ich die eingebaut habe, dass es das da leider einen Kurzschluss gibt. Habe also lange rumgerätselt, warum dieser Kurzschluss da entsprechend entsteht, was mir also unklar war. Bei der einen Seite hat es funktioniert, bei der anderen Seite hat es nicht funktioniert. Und nachher habe ich festgestellt, dass der Chrom, logischerweise ist ja auch Chrom, ist ja metallisch, und die SMD war, also die Micro-SMD war nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise irgendwie hinten isoliert. Und jedes Mal, wenn ich die eingebaut habe, hat der Chrom auf dem ja auf die Pole gelegen und hat dann dadurch den Kurzschluss verursacht. Und jetzt klebe ich die dann halt, habe ich die eingeklebt, damit also das auch nicht mehr passieren kann, dass da ein Kurzschluss entsteht. Und dann hat es auch Gott sei Dank funktioniert und auf beiden Seiten halt funktioniert. Nachdem ich also nochmal durchgeguckt habe, beziehungsweise durchgemessen habe, ob der Chrom immer noch an die Lampe rankommt, beziehungsweise ob da der Kurzschluss entsteht und das nicht dergleichen ist, habe ich jetzt den Schrumpfschlauch rüber gemacht und kann dann halt vernünftig die ganze Sache einbauen. Um die SMDs für die Seitenbeleuchtung mit Strom zu versorgen, schneide ich die Isolierung von den einzelnen äußeren LEDs von den Rückleuchten auf, um da entsprechend auch die kleinen Mini-Mikrokabel da anzulöten, was also auch nicht mit meinen dicken Fingern funktioniert und halt ich dann immer mit Pinzette löten muss. Also das ist schon ziemlich aufwendig gewesen. Selbst mit der Pinzette war es auch nicht ganz so einfach, die kleinen dünnen Kabel zu erwischen. Jedes Mal sind die wieder weggefluppt und musste immer wieder ein bisschen nachhelfen. Aber irgendwann hat es dann halt doch auch gut funktioniert.
So, nachdem ich also jetzt alle zusammengelötet habe, kommt jetzt nochmal der Test, ob alle LEDs leuchten und die SMDs an den Seiten auch entsprechend leuchten. Und ja, wie man sieht, funktioniert es auch einwandfrei mit ohne Probleme, mit oder ohne Probleme, genau, kann man sagen. Um dass die LEDs, die leider nicht so hundertprozentig reingepasst haben, habe ich die mit Heißkleber fixiert, damit die halt nicht rausrutschen und eventuell auch irgendwo einen kleinen Kurzschluss verursachen beim Einbau, weil das ja auch alles Metall ist. Und ja, was mir halt, wie gesagt, erst später aufgefallen ist mit dem ganzen Chrom, dass das ja auch wieder einen Kurzschluss verursacht an den SMDs, habe ich das damit entsprechend verhindert. Und jetzt muss ich natürlich wieder alles wieder zusammenbauen. Und ja, dann schauen wir weiter. Nachdem ich jetzt auf jeden Fall das alles zusammengebaut habe, kommt jetzt der nächste Test. Das Problem ist einfach nur, dass die Kameraeinstellung ein bisschen blöd war, um das Ganze nochmal zu testen. Aber da haben auf jeden Fall im uneingebauten Zustand haben alle LEDs und SMDs einwandfrei funktioniert. Und ja, jetzt baue ich wieder das Heck zusammen. Das kennt ihr ja schon, wie das alles geht. Ich glaube, das war, keine Ahnung, ich glaube, das sechste oder siebte Mal, nachdem ich das zusammengebaut habe. Und ja, das hat mich natürlich ein bisschen nach hinten geworfen. Die Sache ist ja die, dass man auf jeden Fall eine ganze Menge auseinanderbauen muss. Sprich, also erstmal die Innenverkleidung und danach den Kurfühl dann wieder abbauen muss. Und da ich das direkt verbunden habe, leider keinen Zwischenstecker habe, musste ich also das natürlich alles im ganz dichten zusammenbauen, dass also die Kurflüge ganz dicht dran sind an der Karosserie, damit ich die Kabel nicht wieder abreiße. Ja, und hier sieht man nochmal die Micro-SMDs, die ich eingelötet habe. Und da könnt ihr ja mal sehen mit den Fingern mal den Vergleich. Und hier haben alle LEDs funktioniert. Einwandfreier Zustand. Gut, da wie gesagt leider manchmal ein bisschen schlecht fotografiert. Und hier auch nochmal die Seitenbeleuchtung, die ich dann halt entsprechend eingeklebt habe, damit das auf dem Chrom keinen Kurzschluss mehr gibt. So, nachdem ich also jetzt wieder alles eingebaut habe und keine Ahnung, sechste, siebte Mal funktioniert die rechte Seite einwandfrei und zack, auf der linken Seite ist die LED kaputt gegangen, aus welchen Gründen auch immer, entweder ist sie rausgerutscht oder die hat keine Böcke mehr. Ich bin ziemlich platt, also ehrlich, ja, also muss man da halt noch mal ran und naja, ich hoffe, ich werde dann noch was finden, was da richtig vernünftig reinkommt. Ja, Leute, so sieht das aus. Ich muss das Auto auf jeden Fall nochmal zerlegen, um da nochmal, ja, was Vernünftiges einzubauen, dass das für richtig funktioniert. Dann habt schönen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal sage ich danke und tschüss, euer Micha.